erfolgreiche Macherin, Mutter, Managerin und dabei stets top in Form sein. Die Ansprüche, mit denen Frauen sich heutzutage konfrontiert sehen, sind kaum zu meistern. Umso wichtiger ist es, sich Zeit für sich selbst und die eigene Gesundheit zu nehmen. In der Videoreihe Body Soul erhalten Sie Anregungen, wie Sie im Alltagstrubel Balance finden. Hallo zusammen, ich bin Sarina Hanak von der Audi BKK. Ich bin Fachreferentin im Bereich Gesundheitsmanagement und freue mich heute vorm Passauer Wolf zu stehen und mit Ihnen gemeinsam das Thema Body and Soul mit Leib und Seele zum Thema Frauengesundheit im Rahmen von unserem Schanzer Pluspunkt Projektes mit Ihnen durchzugehen. An meiner Seite ist die Ramona Meyer. Ich freue mich sehr, Ramona, dass du heute mit dabei bist. Du bist ja Spielerin beim FC Ingolstadt. Möchtest du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, also ich bin die Ramona Meyer. Ich spiele seit 2014 beim FC Ingolstadt bei der Frauenmannschaft, mittlerweile in der zweiten Bundesliga. Bin dort Kapitänin und genau, so viel zu mir. Vielen Dank, Ramona. Das Thema Leistungsdruck ist ja auch gerade als Profispielerin relevant. Wie gehst du denn mit dem Leistungsdruck um? Ja, es gibt natürlich hin und wieder mal Leistungsdruck, entweder in Form von, ich muss nochmal Gas geben und mich im Training zeigen, um dann am Sonntag oder am Wochenende Startelf zu stehen. Oder halt, wie es jetzt gestern war, letztes Saisonspiel. Wir haben noch einen Punkt benötigt, um uns den Klassenerhalt zu sichern. Und das sind natürlich dann Situationen, wo gewisser Leistungsdruck da ist. Ich denke, da macht jeder unterschiedliche Dinge, um den Druck vielleicht von sich selber loszuwerden. Ich persönlich finde es mit der Mannschaft dann immer ganz gut, weil wir einen super Zusammenhalt haben und da der Druck auch in gewisser Weise nicht wirklich so groß vorhanden ist, wie er vielleicht ist. Oder ja, entspanne mich dann dementsprechend vorm Spiel, einen Tag vorm Spiel und kriege das eigentlich ganz gut hin. Danke, Ramona. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich vorm Spiel entspannst. Wie findest du denn Entspannung bzw. Ausgleich im Alltag? Ja, für mich ist ein großer Punkt vorm Spiel oder am Tag vorm Spiel dann Musik zu hören, da kann ich relativ gut entspannen oder die Zeit, die mir dann vorm Spiel bleibt oder am Tag vorm Spiel, je nachdem, ob wir Auswärtsfahrt haben oder nicht, dann mit meiner Familie oder mit den Freunden zu genießen und dann ein bisschen auch den Kopf da frei zu bekommen und ja, nicht nur ans Fußball zu denken. Das heißt, du machst vor allem eher psychischen Ausgleich und bereitest dich vor und der Zusammenhalt ist bei dir wichtig. Gibt es auch, was du körperlich machst für den Ausgleich im Alltag? Ja, natürlich ist bei uns immer ganz wichtig die Regeneration. Egal ob vor oder nach dem Spiel, dass man in Zusammenarbeit mit den Physios entweder dann dementsprechende Massagen oder Behandlungen bekommt. Daheim habe ich eine Massagegun, falls euch das was sagt, wo man dann selbstständig auch ein bisschen einfach den Muskel selber behandeln kann oder eben dann am Tag vorm Spiel vielleicht jetzt nicht mehr nochmal laufen geht, sondern einfach die Zeit für seinen Körper, dem die Zeit gibt, so rum, und dann einfach mal am Tag davor entspannt und nicht irgendwelche Aktivitäten macht. Vielen Dank, Ramona. Ich denke, da war bestimmt das eine oder andere auch für uns so Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was uns heute noch im Laufe des Tages beim Passauer Wolf erwarten wird. Mein Name ist Fabian Meierl, ich bin hier als Sporttherapeut und im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig. Wir schauen uns heute gemeinsam drei Übungen aus, die ich ausgewählt hatte, die meiner Meinung nach genau richtig sind für Frauen, auch gerade für Frauen im Leistungssport, dann noch ein bisschen Nachdruck bei der Kräftigung der Muskulatur zu finden. Wir starten mit den Kniebeugen mit der Kettlebell in der Hand, halten die vor unserem Brustkorb mit beiden Händen, stellen uns dann etwa hüftbreit hin, Fußspitzen schauen leicht nach außen, Oberkörper ist möglichst aufrecht, auch wenn wir jetzt nach unten in die Hocke gehen und wieder nach oben in die Streckung kommen.
versuchen, unten die Luft kurz im Bauch anzuhalten und wieder nach oben zu drücken, dann auszuatmen. Wichtig bei der Übung ist, die Spannung zu halten, ist auch eine gewisse Beweglichkeit zu haben, um eben runterzukommen. Da hilft uns auch die Kettlebell ausgezeichnet. Wir trainieren dabei die Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur und der Rumpf hat dabei auch einiges zu leisten, um eben die Spannung so aufrecht zu halten. Als nächstes machen wir mit dem vorgebeugten Seitheben weiter, in dem Fall mit zwei Wasserflaschen in den Händen, lehnen uns nach vorne. Der Blick ist nach unten gerichtet und dann heben wir mit den nahezu gestreckten Armen nach oben an, trainieren dabei vor allem die hintere Schultermuskulatur, schaffen es eben da einen guten Ausgleich zu unseren alltäglichen Belastungen, die meist nach vorne gerichtet sind, zu haben und bringen eben hier auch den Fokus, gerade auch eine Übung auszuführen, die gut für die Haltung ist. In dem Fall auch mit leicht gebeugten Knien und geraden Rücken, um eben da auch zur Stabilität und Spannung den restlichen Muskeln auch was Gutes zu tun. Bei der letzten Übung ist nochmal richtig viel Bauchspannung gefragt. Wir klemmen nämlich eine Faszienrolle zwischen unserem Oberschenkel und Oberarm an, haben dann noch die andere Seite frei und führen hierbei Ellbogen und Oberschenkel auf Kniehöhe zusammen, halten den Druck auf die Rolle, bauen extrem viel Bauchspannung auf und führen dann eben die Übung möglichst ohne Schwung aus. Halten eben durch diese Rumpfstabilität und den Druck auf die Rolle immer unseren unteren Rücken auch auf der Matte und bringen zusätzlich noch Bewegung dazu, indem wir jetzt eben hier strecken und wieder langsam absenken. Das Ganze ohne Schwung und dann ist der Bauchmuskelkater auch garantiert. Wir sind jetzt im Büro vom Herr Dr. Kubwinkler gelandet. Er ist selber auch Mannschaftsarzt beim FC Ingolstadt und Chefarzt hier beim Passauer Wolf. Und Michael, erzähl doch mal etwas zu dir. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Michael Kubwinkler. Ich bin seit 6,5 Jahren Chefarzt und ärztlicher Direktor des Passauer Wolfs in Ingolstadt. Zudem bin ich seit 2019 im Rahmen der Kooperation meines Arbeitgebers Passauer Wolf Ingolstadt mit dem FC Ingolstadt Mannschaftsarzt der Profi-Herrenmannschaft des FC Ingolstadt und als leidenschaftlicher Fußballfan dort gut aufgehoben. Verletzungen sind ja im Profisport keine Seltenheit. Wie sehen denn die sportmedizinischen Maßnahmen aus? Also am Spielfeld oder auf dem Trainingsplatz finden sofort erste Maßnahmen statt, wenn ein Spieler oder eine Spielerin sich entsprechend verletzt hat. Das findet in der Regel während des Trainingsbetriebs durch die Physiotherapeuten statt, die dann in der Regel sofort telefonisch mit mir Rücksprache halten. Im Falle von Spielen bin ich persönlich anwesend, um das gleich auch mit einleiten zu können. Dann wird in einer ersten Untersuchung abgeschätzt, um welche Verletzung und um welchen Schweregrad einer Verletzung es sich handelt und dann nötigenfalls weitere diagnostische Maßnahmen ergriffen. Dazu haben wir ein tolles Netzwerk uns über die Jahre aufgebaut mit niedergelassenen Kollegen in verschiedenen Fachrichtungen, die wir dann gerne nutzen und die uns damit Rat und Tat zur Seite stehen, sodass wir dann nach einer entsprechenden ausführlichen und hoffentlich hilfreichen Diagnostik auch die entsprechende Therapie einleiten können. In Bezug zu unserem Thema, was sind denn hier die relevanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, es gibt neben den, denke ich, hinreichend bekannten anatomischen Unterschieden auch physiologische Unterschiede zwischen den Männern und Frauen. Also Männer haben mehr Muskelmasse als Frauen, Frauen sind vom Gewicht her leichter, Frauen haben kleineres Herz, kleinere Lunge, sodass auch die Sauerstoffversorgung vom Körper geringer ist. Es bestehen hormonelle Unterschiede, einfach durch den Menstruationszyklus der Frauen kommt es ja eben zyklusmäßig zu Verschiebungen im Hormonhaushalt, die auch verantwortlich gemacht werden für eine teilweise höhere Verletzungsanfälligkeit von Frauen im Sport- oder Leistungssportbereich. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass Frauen sich über die Sportarten hinweg schwerer verletzen, wenn sie sich verletzen, als Männer.
Bei Männern würde man ja unterstellen, zum Beispiel wenn wir beim Fußball bleiben, dass die oft schwerer verletzt sind. Es sieht oft sehr spektakulär aus, wenn die Männer liegen bleiben, aber da ist dann leider viel Inszenierung dabei. Bei den Frauen, die hätten tatsächlich viel Gründe, länger liegen zu bleiben, weil man zum Beispiel bezogen auf Fußball weiß, dass es bei Frauen 3 bis 6 Mal häufiger zu Kreuzbandverletzungen kommt. Auch das hat eben anatomische Gründe, liegt an der Beckenstellung, an der Beinachsenstellung, an der Muskelmasse, Ungleichgewicht zwischen Oberschenkelmuskulatur vorne und auf der Rückseite. Also da gibt es schon viele Dinge zu berücksichtigen, ja. Mannschaftssport ist ja Teamarbeit und das gilt sicherlich auch für die Reha. Wie spielen denn da die unterschiedlichen Professionen ineinander? Also unterschiedliche Professionen sind für mich in erster Linie jetzt in dem konkreten Fall, was die medizinische Abteilung beim FC Ingolstadt betrifft, die Physiotherapeuten. Das sind die ersten Ansprechpartner sowohl für die betroffenen, verletzten, erkrankten oder zu pflegenden Spieler. Dann ist es natürlich der Trainerstab und dann ja eben auch Ärzte, die wir in unserem Netzwerk dazu holen können. Kann denn jeder sportmedizinische Leistungen in Anspruch nehmen? Und was gibt es denn für Möglichkeiten und Angebote, um Body and Soul gesund zu halten? Also grundsätzlich kann jeder sportinteressierte Hobby-, Amateur-, Sportler, sportmedizinische Leistungen oder Untersuchungen in Passau, Wolf, Ingolstadt in Anspruch nehmen. Wir haben dafür entsprechende Zulassungen, Gerätschaften und Personal. Das würden oder können wir sehr gerne leisten. Wir leisten darüber hinaus auch Präventionsmaßnahmen, die über die deutsche Rentenversicherung geleistet werden. RV-Fit ist da das Schlagwort. Zudem leisten wir auch Präventionsmaßnahmen der gesetzlichen Krankenkassen, die entsprechend über zertifizierte Prüfstellen zugelassen sind. Dann haben wir eine Reha-Präventions- und Reha-Sprechstunde, die am Dienstagnachmittag stattfindet, wo sich entsprechend Interessierte beraten lassen können zu sportmedizinischen Angeboten, aber eben auch zu Präventions- und Reha-Maßnahmen. Wir bieten darüber hinaus betriebliches Gesundheitsmanagement für Firmen an. Wir haben Lebensstilmedizinangebote mit unserem Abenteuer Rot, wo speziell geschulte, gut ausgebildete Guides Angebote zu diesem Thema machen, teilweise gestützt durch digitale Angebote wie Apps. Und natürlich haben wir auch unser Kerngeschäft, die Reha, im Angebot. Also auch bezüglich der Stellung eines Reha-Antrages sind wir den Patienten im Rahmen dieser Sprechstunde sehr gerne behilflich.